Freunde, willkommen zurück zum nächsten Spiel, das wohl wichtigste Spiel bis jetzt in dieser Saison. Achtelfinal-Rückspiel in Istanbul gegen Galatasaray. Hinspiel zu Hause 2-2 gespielt nach einer dummen Schlussphase. Ja, 2-0 geführt, das Ding geben wir noch aus der Hand, ist egal. Wir geben jetzt Vollgas, 100%, unsere Jungs sind top eingestellt. Und wir ruppen das Ding jetzt. So einfach ist das nämlich. Galatasaray hat hier den klaren Anstoß. Und er geht direkt komplett nach vorne. Yilmaz hat auch ordentlich an eingenetzt. Sorg kommt da nicht mehr ran. Yilmaz, okay, das ist schon mal das erste Foul. Das ist schon mal der erste Freistoß. Ja, 2 Minuten. Schon mal tendenziell ganz schlecht. So, Mauer steht ungefähr 8 Meter auseinander. Ist schon mal sehr hilfreich. Snyder mit der Flanke. Ja, da ist Schuster perfekt aufgepasst. Das Ding erstmal rausgeholt. Sarioglu stiftet da in der Mitte Unruhe. Schuster wieder rausgebolzt. Diesmal ist aber Hanke. Da sieht rechts Schmied. Schmied schön der Ball auf John. John hat viel Platz. John ist alleine vorm Tor. John, komm schon. Marin. Oh. Okay. Okay. Hätte John machen müssen. Ganz klar, zur Not auf Hanke ablegen. Aber er hat es nicht getan. Können wir jetzt auch nicht dran ändern? Mike Hanke. Hanke setzt sich durch gegen Melo. Hanke, immer noch Hanke, immer noch Hanke. Okay, wird geklärt da hinten. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wieder Hanke, immer wieder Hanke, Hanke, Hanke. Memedi, Hanke, Hanke. Ah, guckt euch das mal an hier. Die Freiburger machen Druck. So will ich das sehen, Freunde. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Hier wird gefoult, hier wird gegrätscht. Das interessiert den Schiri nicht. Lass einfach weiterspielen. Altintop, Fehlpass. Schuster ist da. Sauberer Ball auf Hanke. Mike. Ah, Mike trinkt kurz ein Kässchen. Gaffel, Freunde. Fernandes. Ja, er muss es beweisen jetzt. Gute Idee. Hängt ihm immer so ein bisschen an den Fersen. Fernandes muss da mal jetzt, ne? Freunde, muss mal kurz anklopfen, muss er. Schuster. Der ist unumstritten. Stammplatz hier, unser Kapitän. Memedi. Auf John. John schön auf Hanke. Mike Hanke. Was macht er jetzt? Hanke wird gefoult. Gibt Freistoß. Sehr, sehr gute Position. Wir haben hier Schuster. Schuster! In die Mauer das Ding gesetzt hat. Ist nicht hilfreich, Freunde. So, Fernandes. Kriegt den Ball nicht, Schuster. Schön. Ja, da fault er. Da gibt gleich Gelb. Freuen wir uns alle einmal drüber. Oder kommt er so davon? Er kommt so davon. Perfekto, Mekto. Aber Galatasaray natürlich jetzt am Ball, weiten Ball nach vorne, Drogba kommt nicht an den Ball, Schuster wächt da mit und genau auf Memedi, was macht er jetzt, keiner ist mit, doch vorne lauert wieder Mike, genauso soll es ja auch sein, Memedi soll ein bisschen weiter zurückkommen, ein bisschen seine spielerischen Fähigkeiten rausbringen, das dürfte jetzt so lang, genau, da ist die gelbe Karte für Drogba, jetzt das zweite Foul, ist auch vertretbar das Ganze, 20 Minuten sind rum, bis jetzt aktuell wäre Galatasaray weiter, wir brauchen unbedingt einen Sieg. Alles andere ist inakzeptabel. Wir müssen das Spiel machen. So einfach ist es, Freunde. So einfach ist es. Sarioglu, Diagne ist vor Drogba. Wunderbare Sache. Da hat er Schuster gesehen. Alles läuft über Schuster. Schuster ist der Spielmacher im Mittelfeld. Hanke auf Schmied. Der sieht Memedi. Was macht er? Ah, Memedi. Immer noch Memedi. Hat mir Memedi. Freunde, ihr macht mich schwach. Ihr macht mich schwach. Gönnt dem Papa den Sieg. Gönnt dem Papa das Europa League Viertelfinale. Ich hätte es so gerne. Ich hätte es so gerne in der ersten Saison. Das wäre ja mal wohl ein Traum für den SC Freiburg. Oh, was war das? Hat Baumann gerade Drogba angefaustet? Das Ding ist eine Latte gegangen. Habe ich das etwa richtig gesehen? Lecco mio, ey. Meine Güte. Höhen lässt sich da abkochen gegen Yilmaz. Gegen den einen von den beiden, die auf dem Feld sind. Ja, Höhen lässt sich da richtig schön verarschen. Höhen, jetzt hau doch mal dazwischen. Oh, oh, Yilmaz ist ganz frei. Keiner geht da ran. Ja. Mann! Das gibt's doch nicht. Höhen, das ist aber auch Amateur, was der da macht, ganz ehrlich. Und dann kommt Muja nicht in die Potte und dann geht das Ding. Das ist echt schwach, Freunde, in der Abwehr. Mensch. Ah, fuck. So schöne Chancen gehabt, aber wenn du deine Dinge halt nicht machst, dann kriegst du halt hinten reingesammelt. Meine Güte, das ist doch immer so im Fußball gewesen. Wird wahrscheinlich auch immer so sein, das gibt's doch nicht. Wieder Yilmaz da durch, so, kommt nicht an den Ball, Diagne ist dazwischen, aber auch nur einmal Baumann. Ah, Gottes Willen, Freunde.
Einmal bitte noch kurz zusammenreißen, hier nochmal das Ding jetzt drehen. Das wird natürlich extrem schwer in Istanbul hier. Niemals. Den kriegen sie nicht gestoppt. Den kriegen sie nicht gestoppt. Und jetzt geht das los. Aydin und Burak Yilmaz, sie kriegen die einfach nicht gestoppt. Die lassen sie gewähren, wie sie wollen da hinten. Ja. Jetzt brauchen wir zwei Tore. Immer noch, um erstmal in die Verlängerung zu kommen. Also ganz, ich bin da ganz ehrlich, Freunde. Ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen mehr, ne? Das ist so ärgerlich. Wir hatten so viele schöne Chancen. Und dann wird es so, ja, kaputt gemacht durch wieder zwei dumme Aktionen in der Abwehr, wo wir einfach nicht am Mann sind, wo wir einfach nicht da sind, wo wir nicht das machen, was wir normalerweise machen. Das ist echt scheiße. John, da hätte er auch mal zurückspielen können. Nicht immer die Augen nach vorne, aber ein bisschen zurückteilen, das Ding. War irgendwie jetzt ein bisschen, ja, und das Foul, da gibt wieder Gelb. Das gibt's doch nicht. Snyder jetzt mit dem Freistoß. Snyder haut da daneben. Das ist echt scheiße, Freunde. Das ist echt scheiße. Sorg jetzt über die Außen. Sorg flankt in die Mitte. Hanke. Kopfball und Tor. Da ist es, Freunde. Wir sind wieder da. Mike macht das 8. Tor in der Euroleague. Mike back in business. Vorlage Oliver Sorg. Hätte ich nicht gedacht, Freunde. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind wieder back. Wir sind wieder back. Und jetzt... Jetzt müssen wir die Eier in der Hose haben. Jetzt brauchen wir Eier. Und müssen halt den Gruppen, ja. Da war aber auch, ganz ehrlich, da war richtig schön platziertes Kopfbällchen von Mike. Also, mein lieber Scholli, war das nett. So, jetzt müssen wir hinten dicht und vorne noch eins machen. Und dann ab in die Verlängerung. Und dann ist wieder alles drin. Das ist jetzt das aktuelle Ziel, Mike. Jetzt haben sie Bock. Jetzt haben sie Bock, jetzt ist Halbzeit. Okay. Wir gucken, was wir in der Halbzeit machen können. Was können wir in der Halbzeit machen? Also, Höhn hat eine 4, ja, eine 5. Genauso sah das auch aus. Gute Idee, wenn ich den da hinten reinpflanze. 59, Fernandes, 61. Okay, das ist eine scheiß Idee. Schuster, 67. Ist eine bessere Idee. Aber dann Darida hier rein. So. Okay. Okay, Schuster, ich muss Höhn da hinten rausnehmen. Der hat nur Scheiße gebaut, die ganze Zeit. Memedi kommt nicht auf Potte. Oder Zug für John. Klaus habe ich auch noch. Ich mache erstmal nur einen Wechsel in der Abwehr. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf. Gewinn das Ding. Freunde, jetzt geht das los. Motivieren. Jetzt bin ich heiß, Freunde. Jetzt bin ich heiß. Jetzt ist er heiß. John motivieren. Hier hinten nochmal ein bisschen motivieren. Euch kneten wir. Was? Warum denn hier? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Was? Hab ich doch nur motiviert. Ihr habt eine 4. What the fuck, Alter. Jetzt macht nicht so eine Scheiße mit mir hier. Mich alten Mann jetzt hier noch auf Puls bringen oder was, Freunde? Ihr dreht das Ding jetzt. Ihr gewinnt das hier, Freunde. Wir kommen ins Viertelfinale, aber ganz fest von Überzeugung jetzt. Komm schon. Darida, schön. Da ist er direkt. Da ist er 100% da. Memedi. So, Hanke, viel Platz jetzt mal. Viel Platz, Mike, Hanke, Mike. Hanke! Oh, der war doch viel zu zentral, Mädels. Aber okay, wir haben Torschüsse, das ist schon mal gut. Wir geben uns nicht auf, ja, wir geben uns nicht auf. Weiter geht's, komm, Altin, top, da mal einmal einer zwischengehen. Komm schon, Sorg, jetzt lass dich diesmal nicht abkochen. Sorg, ach, er lässt sich wieder abkochen. Diagnes, aber da zum Glück, Sorg hat echt seine Schwierigkeiten heute. Dann geh. Der kriegt auch keinen neuen Vertrag. Ganz ehrlich, wenn der... Ah, das ist eine andere Geschichte. Klären wir ein anderes Mal. John, jetzt hat er schön viel Platz auf Außen. Flankt viel zu früh. Da ist der Mello da. Das geht so nicht, Freunde. Und da ist wieder das Foul. Ah, Fernandes ist auch nicht da heute. Der ist auch nicht da. Der ist auch zwischendurch mal kurz Kaffee trinken gewesen. Weiter Ball. Auf Drogba. Oh, Drogba. Schön weitergeleitet. Aber da ist Diagne. Perfekt. Bolzi nach vorne. Hauptsache, ein Ding ist da erstmal raus zu sich. Das ist nämlich auch immer tendenziell. Snyder, Muja, oh, okay, war Ball gespielt. Nehmen wir mit, reden wir auch gar nicht mehr drüber. Mike, ganz links, genau da, ist John. John, was macht jetzt John? Müsste wieder spielen, spielt auch wieder. Hanke kriegt ihn aber nicht, dafür war der Ball doch zu sehr abgefälscht. Yilmaz, Fernandes, so. Das ist der Zeitpunkt, wo wir Fernandes rausnehmen. Gute Idee. Das geht so nicht. Fernandes da nur am Mist bauen wieder, genauso wie Höhen.
Ja, wir stehen hinten noch gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mit Schuster bis jetzt so gut klappt. Hat aber auch eine 67 in der Innenverteidigung, Schuster. Den wollten wir mal umschulen. Ganz am Anfang der Saison haben wir gesagt, komm, den schulen wir mit auf Verteidiger um. Also, dass er trotzdem noch im ZM spielen kann, aber auch Verteidigung. Dann habe ich irgendwann gesagt, brauchen wir nicht, nehmen wir raus. Wir haben genug Verteidiger. Da war Drogba mal kurz am Schlüssel, so Darida. Und jetzt hätte ich ihn doch gerne wieder auf Verteidiger gehabt. So eine 70 wäre da hinten schon nice gewesen. Hanke. Müsste jetzt zu John spielen. Hanke, grätscht mal eine Runde und geht dann einfach nicht mal an den Ball. Okay, machen wir so. Altintop. Da ist Yilmaz, einer von den beiden. Burak. Und wir faulen zu viel, Freunde. Das gibt es. Ist echt haarig gerade, ne? Das wisst ihr. Gelbe Karte für Schuster. Oh, jetzt muss ich echt gucken, dass ich da mal die Gelbbelasteten rausnehme. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Ah, wir haben gleich die 70. Ich muss gleich nochmal voll auf Offensive gehen, weil ein 2 zu 1 bringt uns nichts. Da muss ich gleich, keine Ahnung, Gradients, irgendwas muss ich gleich machen. Oh, jemals. Jetzt gibt's Ecke. Ach du heilige Scheiße, was war da denn gerade los? Da hat er Snyder-Ding irgendwie in die Mitte gebracht. Ich habe gerade irgendwie überhaupt nichts geschoben. Ecke müsste wieder Snyder sein, so sieht das aus. Aber genau auf Memedi. Jetzt müsste es mal schnell gehen. Und es geht schnell. Da ist Hanke. Bolzt den Ball auf die andere Seite. Schmied ist da. Schmied hat jetzt richtig viel Platz. Schmied, der kann jetzt Druck aufnehmen. Der kann Tempo aufnehmen. Bitte lauf nicht jetzt aus. Schmied, überragend. Auf Hanke. Hanke. Oh. Was war das für ein geiler Schuss, Alter. Meine Güte. Oh, jetzt haben wir auch noch Pech. Jetzt haben wir auch noch Pech, Freunde. Das Ding muss jetzt gerubbt werden. Ja, wir sind so kurz davor, hier das 2 zu 2 zu schießen. Wenn wir jetzt hier nicht noch einen reingesammelt kriegen. Es gibt Ecke. Die Zeit nutzen wir. So, jetzt, oh, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Guidé mit ins ZM. Darida auch ins ZM, so weit wie es geht, bis er kein OM ist. So, genauso wie Guidé. Wir gehen jetzt richtig rauf da, Freunde. Wir gehen jetzt richtig rauf. Sorg und Muja schön offensiv stellen. Wir haben noch einen Wechsel. Wir haben noch einen fucking Wechsel. Ich bringe Zuck. Freis, Klaus. Ich muss auch einen Offensiven bringen. Ich bring Zug. Ich bring Zug. Auf den jungen Schultern von Zug liegt jetzt das 2 zu 2. So sieht's nämlich mal aus, Freunde. Und nicht anders. So, Henrik Zug ist am Start. Eckball Snyder. Baumann, faustet raus, saubere Sache. So, Freunde, muss jetzt Zug mal hinterher rennen. Ne? Ist er auch schon am Schlüssel. Zug ist da. Ja, gut, guckt mal. Er nochmal ein bisschen zu. Guckt jetzt alles an. Bruma, der Mann ist gefährlich. Der Mann ist schnell. Sorg hat ihn. Da ist er. So, Memedi, komm, nach vorne. Auf Zug. Zug müsste jetzt sehen, dass Hanke am Schlüssel ist. Hanke ist am Schlüssel. Hanke hat jetzt viel Platz. Mike Hanke, was macht er draus? Komm schon, Mike. Mach mich glücklich. Mach euch zum Eurobomber. Nein. Okay, Eckball. Eckball, Eckball, Eckball. Es geht weiter, Freunde. Es geht richtig weiter jetzt. Achtung. Ecke. Ecke von Schuster in der Mitte. Ah, da war Memedi. Da hat er mal kurz Hallo gesagt. Aber die Istanbulianer machen da hinten erstmal dicht. Oh, das dürfte auch gelb geben, Freunde, ne? Ah ja, aber auch gerne mal die gelbe Karte. Dann gibt natürlich mal wieder nix, ne? Ist ja gar nicht der Ei. Kennen wir nicht anders. Der Ball müsste jetzt kurz kommen. Kommt lang. Das war eine scheiß Idee. Hanke ist aber da. Hat den zweiten Ball. Mike Hanke wird gefoult. Und das ist eine schöne Position. Da gibt es die gelbe Karte, die nächste. Und zwar für Hamid. Hamid. Also, Freunde, das ist eine schöne Position. Schuster ist auf dem Feld. Der ist unser bester Freischussschütze. Was hoffentlich nicht mal lange so ist, weil der hat, glaube ich, ist, glaube ich, unter einer 70, glaube ich, 69 oder sowas. Während hier Gülselam reinkommt. Freunde, Schuster. 30 Meter. Schuster in die Mauer. Zweiter Ball. Auch wieder bei Schuster. Immer noch bei Schuster. Okay, gute Idee. Kommt von hinten. Jetzt. Schuster. Memedi. Hanke. Memedi. Mach ihn. Er macht ihn. Jawohl. 2 zu 2 hat Memedi. So. Und Freunde, jetzt machen wir hier aber mal richtig Feuer im türkischen Kessel, ja? Erstmal hier der Freistoß. Aber Schuster, bleibt dran. Nochmal. Memedi. Wieder Schuster. Wieder verliert er ihn fast. Da kommt Guidé. Bringt ihn rein. Sieht Schuster. Zack. Aber da ist der Ball bei Hanke, Memedi und alle sind da irgendwie mit am Fummeln. Und Memedi macht das Ding dann rein. So. Ich muss mal kurz irgendwie ein bisschen runterfahren hier, ja? Einmal kurz durchpusten. So. Ich könnte jetzt wieder auf Defensiv gehen, damit wir die letzten 10 Minuten hier das Ergebnis noch halten. Ist jetzt aber eh zu spät.
Ist jetzt aber eh zu spät. Das darf nicht wahr sein. Was zum Teufel war das denn jetzt schon wieder? Och, wir haben uns so schön rangekämpft. Oh, Manu. Was ist jetzt denn gerade passiert? Nicht euer Ernst jetzt, ne? Nicht euer Ernst jetzt. Ich warte mal kurz die Aktion ab, Hanke. Sehr schön. Das darf doch jetzt nicht gerade echt... Oh, meine Freunde, ey. Was war denn das jetzt? Ganz ehrlich, hm? Was war das jetzt? So, wir müssen jetzt hier aufs 3-3 gehen. Wir müssen jetzt hier aufs 3-3 gehen. Anders geht's nicht. Anders geht es nicht, Freunde. Jetzt machen wir, jetzt probieren wir was aus. Jetzt probieren wir mal was aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich jetzt mega dumm. Es gibt erstmal gelb-rot. Wollte ich gerade sagen, gelb für den... Wir müssen hier nochmal kurz in die Taktik gehen. Lang. 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 Oh, Freunde, mir tut gerade so ein bisschen der Magen weh. Mir tut gerade echt so ein bisschen der Magen weh. Was ist das für ein Spiel? Kämpfen wir uns hier ran? Auf ein 2 zu 2? Ja, und dann das. 3-2, direkt im Anschluss. Aber jetzt sind wir alle Mann vorne. Darida sieht Memedi und da haut einen raus, aber er zieht ihn daneben. No. Warum denn so hastig? Hatte doch noch Zeit. Er hätte nur eine Runde hasseln können, ey. Mann. Ah, komm, Freunde. Wir sind jetzt alle vorne, ey. Die müssen nur einmal durchkommen, dann ist das Ding vorbei. So, und das ist jetzt die Situation. Diagne kommt nicht ran. Yilmaz, Guidi. Hinten jetzt aushilfst im Verteidiger. Pass auf, Memedi. So, nur einmal nach vorne, Jungs. Hanke. Komm schon, setz dich einmal durch. Was ein Pass. Auf Jonathan Schmid. Was macht Schmid jetzt? Komm schon, Schmid. Bitte enttäusch mich nicht. In der Mitte. Da ist er. Zuck. Komm schon. Mach mich zum Helden. Nein. Und es gibt auch keinen Elfmeter. Okay, Schuster. Nochmal eine Chance. Memedi. Memedi sieht. Hanke, das war abseits. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, das war's. Ja, das war's. Na, kriegen wir noch einen Ball? Wir kriegen noch einen Ball. Schmid. Komm schon. Komm schon, Junge. Mach it. Oh, doch nicht so. Oh nein. Geh noch weiter. Ja, jetzt ist durch. Ja. Das war's. Ja. Das war's mit dem Traum von der Europa League, Freunde. Das war's mit dem Traum von der Europa League. Wir sehen uns im Nachbericht. Und dann wollen wir mal Endspurt in die Bundesliga-Saison legen. Wir können uns jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Schade. Es ist schade. Ich wäre gerne in die Verlängerung gegangen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.